Machen wir es hier in die Mitte. Für die größere nehme ich wie folgt den blauen hier mit 3 Stück, ja, das reicht. Und dann nehme ich von einem anderen Typ noch 2 für die kleine. Für die 10, dann passt mir das. Gut, der fährt. Gut, hier die Ausweiche, da musste ich wirklich nochmals nachschauen. Da möchte ich einfach sicher gehen, dass da auch ausgewichen werden kann. Wenn ich keine Signale setze, dann funktioniert das ganze Spiel nicht. Gut, dann machen wir hier eine Tram. Gut. Hier unten. Ja, mache ich hier so eher ein So. Werkzeuge, Tram. Ja, jetzt ist noch meine Waschmaschine fertig, die höre ich im Hintergrund schon. Lass mich raten, jetzt hat es mir gerade gereicht, damit mir dieser Bahnhof nicht mehr verbunden ist. Jetzt muss ich hier, genau. Seht ihr, jetzt ist wieder die Verbindung hier. Wo habe ich hier Gebäude? Da muss ich jetzt den ein wenig versetzen. Und ja, genau. Weil vorhin hat es mir wirklich die Verbindung zur Straße genommen. Und wenn ich keine Verbindung habe, dann bringt mir auch der beste ÖPNV nicht. Das habe ich im Let's Play gemerkt, da hatte ich eine Stadt mit Waren beliefert, mit Personen und irgendwann keine Waren dort mehr angekommen, keine Passagiere mehr. Ich habe aufgewertet, ich habe mehr gemacht, bis mir auffiel, Mist, der ganze Bahnhof ist nicht mehr mit der Straße verbunden. Auch wenn die Straße wirklich vor dem Bahnhof war, auch hinter dem Bahnhof, aber ist wirklich keine einzige solche Verbindung vorhanden, funktioniert es einfach nicht. Und ich habe mir dann gewundert, so, wieso? Dann einmal alles neu gebaut und ziemlich gut am Funktionieren, muss ich sagen. Gut, dann hier. Würde ich sagen, nehmen wir 3 Stück. Und da würde ich gerne den nehmen. Auf diese. Gut. Jetzt noch Play. Genau. Dann haben wir mal die untere Seite alles verbunden und gemacht, damit das funktioniert. Jetzt müssen wir hier noch die 2 Dörferstädte miteinander verbinden. Ich muss wahrscheinlich hier kurz umbauen. Damit auch von hier unten, von Eppenroth, auch hier in das Tal hinaufgefahren werden kann.
Weil jetzt können wir das ja aktuell noch nicht. Da muss ich jetzt schauen, wie ich das mache. Weil hier haben wir eine Höhendifferenz, die ist jetzt nicht zu unterschätzen. Ich vermute, ich werde hier das Teilstück abreißen und werde hier hinter dem... hinter oder vor? Ich werde hier vor dem Depot vorbei bauen und dann wieder hier in das gewohnte Gleise einbiegen. Dann kann ich hier parallel weiterziehen und dort auch die passende Kreuzung bauen. Das heißt, ich baue mir hier... Gut, das eine war jetzt unnötig. Mal die Strecke zurück bis zu der Stelle, die ich haben möchte. So, komm schon. Dann gehen wir hier raus. Hier werde ich noch die Straße neu bauen. Aber das geht jetzt wirklich so gar nicht. Straße Überland. Nein, das ist Einbahn Überland. Gut so. Dann sieht das ein wenig schöner aus. Dann wieder auf die Schiene. Und jetzt hier oben dann parallel. Vielleicht noch richtig verbinden, dann würde es auch mehr Sinn machen. Na, komm schon. Genau so. Da muss ich einfach noch zusätzlich ein Zugdepot bauen, um auch die Gegenseite Wir machen das einmal jetzt. Gut so. Das geht. Sieht nicht allzu toll aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Dann hier zuerst noch die Signale fort. Und dann ab hier gehen wir mit 120 hinüber. Na komm schon, wo ist wieder die 120? Hier. Und dann haben wir das auch schon gelöst, das Problem. Dann können wir ab hier wieder einfach die Zeit gehen lassen. Also, dann müssen wir hier in das Tal. Da werde ich hier diese Felswand etwa auf diese Höhe bauen, hier durch den Tunnel, und dann werde ich auch schon hier oben. Jetzt ist die Frage, wenn ich hier unten an der Kante entlang gehe, hätte ich extrem viele Häuser, die ich abreißen müsste. Wenn ich den Bahnhof Spitzkehre machen lasse und hier hinten an der Mauer entlang, würde doch gehen. Dann könnten wir hier durch den Tunnel hier hinten etwa auf dieser Stelle wieder hinausfahren an die Oberfläche und dann hätten wir auch kaum Gefälle für
Karren sind. Das wäre doch eine Möglichkeit, das zu bewerkstelligen. Und das würde ich sagen, sieht mal gar nicht allzu blöde aus. Jetzt muss ich nur schauen. Das Einzige, was ich ein wenig nicht so toll finde, ist die Möglichkeit, dass man hier in Transport FIFA 2 keine Kurven, also Bahnhöfe mit Kurven bauen kann. Oh, verzeiht. Aber ich habe irgendwas im Hals stecken, was mich einfach nur zum Husten bringt. Ach, das ist weiter oben, okay. Ja gut, dann können wir aber das auch gut und gerne ebenerdig belassen. Und das muss ein wenig nach unten. Genau. Dann können wir hier an der Felswand und dann mal schauen. Ich würde sagen, man könnte hier entlang und dann noch den Rest mit einem Damm. Würde mal schauen, wie das aussieht. Oder soll ich hier noch... Nee, das... Aber gut, das ist doch schon eine ordentliche Höhe. Dann baue ich noch zurück. Gehe hier entlang, um hier noch ein wenig Weg für die Talfahrt zu gewinnen. Na komm. Ja, und dann hier hinten. Nee, das passt mir auch nicht. Wenn ich jetzt das so mit 8, dann könnte ich hier so eine Wende machen. Nein, das geht jetzt nach oben, das möchte ich nicht. Wenn schon, denn schon mindestens geradeaus, eher lieber ein wenig nach unten geneigt. Ja, so passt mir das. Ja, dann mache ich noch zuerst das Parallelgleis. Hier einmal bis nach hier. Und dann schauen wir mal, wie sieht das aus. Ja, das passt. Das geht. Und dann wäre das andere bis hier noch. Dann haben wir mal ein erstes Teilstück schon wieder erstellt. Gut, das geht. Dann können wir wieder auf Play drücken. Setzen ein paar Signale.
Jetzt muss ich, das habe ich noch vergessen, ja noch die Kreuzweiche, dass es auch wieder möglich ist, die Seiten zu wechseln. Genau. So, mal schauen, ob das sich ausgeht. Na, komm jetzt. Ja, ist Steigung zu groß. Ja, schauen wir doch mal, ob es doch noch geht. Nein. Von der anderen Seite. Da ist wieder Steigung zu groß. Das heißt, ich muss das... Nein, das war jetzt das Falsche. Weshalb willst du jetzt da nicht? Jetzt geht's wieder. Und jetzt geht's auch wieder. Manchmal ist es seltsam, aber was soll's. Gut, dann passt das jetzt alles. Also, dann haben wir noch das letzte Städtchen anzubinden. Wie sieht's aus? Wir sind doch ein gutes Stück weiter unten. Wir wollen ja jetzt im Tunnel hier die Stadt unterfahren, damit wir nicht die Häuser abreißen müssen. Gut. Können wir auch mit den höheren Geschwindigkeiten das machen. Wir bleiben ebenerdig. Mal jetzt wirklich schauen, das soll... Nein, das sollte eigentlich gehen, meinte ich. Aber wenn es nicht geht, dann machen wir einfach Trick 77. Wo ist das? Hier eins nach unten. Dann hat es hier nur einen kleinen... Jetzt heißt es wieder... Gut, dann machen wir Stein nach unten. Dann haben wir auch wieder nur so einen kleinen Blitzer. Ja, so haben wir die wenigsten Häuser abgerissen. Gut. Dann machen wir hier ja kurzen Prozess eigentlich. Ja, das geht halbwegs. Da kann ich noch eine Straße ziehen, damit das auch verbunden ist. Na? Ja, und das würde dann wieder schon nicht mehr gehen. Gut. Dann verbinden wir noch die Schienen mit dem Bahnhof. Nee, das, also bei aller Liebe, aber das ist dann doch auch nicht ganz so, wie ich das möchte. So, ab hier kann es mir Wurst sein. Nein. Dann gehen wir hier. So. Dann noch die letzten Signale, damit auch
der Zugverkehr einwandfrei fährt bei uns. Also, dann eine Strecke bitte. Und ich mache diesmal keine S-Bahnhöfe, also keine S-Bahnhöfe, keine S-Bahnlinien und andere Spielereien, wie ich es sonst im Let's Play mache, weil das doch dann sehr viel Aufwand wäre. Auf die 2. Stimmt. Das passt. Dann die 5 auf die 1. Das geht so. Gut. Dann können wir hier noch einen Zug generieren. Nehmen wir hier die New Haven. Dann noch Passagiere. Das haben wir 18, 19. Ja, 3 Stück, das reicht. 2 Stück. Dann müssen wir jetzt nur noch den ÖV zum Laufen bringen und danach können wir uns schon um den Güterverkehr kümmern. Und mit dem Güterverkehr soll dann auch sicherlich das Stadtwachstum anfangen. Und mit dem Stadtwachstum kommt dann auch mehr Passagieraufkommen zustande. So, und einen kurzen Schluck. Ja, da ist noch kaum was auf den Schienen. Das kommt dann sicherlich erst, wenn dann der Güterverkehr dann auch aufkommt. Das habe ich auch schon im LP, auf der LP-Map, also Let's Play-Map, gesehen, dass vor die Städte dann ordentlich mehr Passagiere zu befördern hatten, die dann auch mit Gütern versorgt wurden. Also, dann müssen wir folgende Orte anschließen mit dem ÖV. Nein, wäre richtig. Nein. Machen wir hier. Da kann ich eigentlich eine Linie. Kann ich eigentlich hier unten so eine Schlaufe fahren lassen. Gut. Das ging ja rasch. Dann kann die einfach schön alles einsammeln und wieder verteilen. Wo haben wir? Nein, falsche Kategorie. Den Betriebshof. Dann diese Strecke würde ich sagen 2 oder 3. Ja, 3 Stück gehen. Ja, nehmen wir die. 3 Stück. Und hier noch.
müssen wir jetzt ein wenig schauen, wie wir das bewerkstelligen. Ich vermute, es wird einfach so eine Haltestelle. Dann einmal so. Im Kreis. Kreisverkehr. Das geht auch immer gut. Dann auch noch hier im Betriebshof. Nehmen wir auch noch 3 Fahrzeuge. Gut. Dann haben wir wirklich sämtliche Städte angebunden an das Schienennetz. Die hat schon ein Sechstel voll. Das ist gut. Die haben auch schon was auf den Linien. Ja, der ist schon hier unten mit 14 Stück. Hier warten 24, das passt. Ja, mehr brauchen wir auch aktuell nicht, weil ansonsten ist hier vor allem die einspurige Linie, die ja wirklich hier meine bezaubernde Ingenieurskunst wieder zum Hervorschein, zum Erscheinen gebracht hat. Richtig reden, das wäre eine Kunst, die ich noch lernen könnte. Aber okay, ja. Meine Ingenieursleistung ist hier wieder in voller Blüte, man sieht hier. Aber ich finde auch die Modifikation, die solch Maps generieren lassen kann, einfach genial. Eine solche Herausforderung liebe ich, auch wenn es dann manchmal wirklich unrealistisch aussieht, ist es dennoch irgendwie... Ja, ich hab's lieber als einfach eher flache Maps. Gut, dann jetzt weiter. Wir brauchen Holz für Holzbretter zum hierhin transportieren. Wir brauchen Eisenerz und Kohle für Stahl. Stahl können wir hier und dann können wir das erste Werkzeug oder Maschinenteile nach Karnzin liefern. Karnzin, Hartenstein, Wirritz und haben wir hier hinten auch noch? Nein, hier hinten haben wir keine. Hier hätten wir Stahl, Eisen und Kohle. Kohle und Eisen hierhin. Und dann mit der Bahn hier rüber. Und dann weiter nach hinten. Okay, das wäre machbar.